Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ja, ich habe total vergessen, was wir letzte Mal gemacht haben. Ne, warte mal, wir hatten ja, glaube ich, sogar ein Haus gekauft gehabt. So, muss ich eben mal schauen. Portfolio, genau. Nee, wo war denn das? Mails, Browser. Ah, hier im Besitz, genau. Wir haben das hier ja gekauft gehabt. Und wollten den ja fertig machen. Würde ich sagen, gehen wir da auch hin und machen weiter. Und ja. Wir haben hier das Badezimmer schon angefangen gehabt. Fertig gemacht. Brauchen wir nicht mehr weiterzumachen. Ah, ja, und stimmt, wir hatten hier ja die Sauna gemacht. Da war ja was. Sieht immer noch nice aus, finde ich. Gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt hänge ich hier fest. So. Den brauchen wir nicht wegzumachen. Hier sogar noch eine Dusche zum... Hier, wenn man verschwitzt da rauskommt, so, dann kann man sich hier einmal so abwaschen, so offene Dusche, so muss man sich keine Sorgen machen. Dann rutscht das alles da rein und da rein. Wenn es ein bisschen hier hingeht, ist nicht so schlimm. Jedenfalls sehr, sehr nice. So, wenn wir jetzt dann hier nach oben gehen, hier gab es genau hier ist Badezimmer. Hier machen wir mal zu. Hier ist das Wohnzimmer mit Küche. Boah, Wohnzimmer mit offener Küche, das ist, ist auf jeden Fall nice. Ich glaube, ich habe hier da sogar eine Idee. Hier fehlt irgendwas, glaube ich. Nee. Ah, das Ding. Klimaanlage. So. Wir suchen mal. Installation. Nein, nicht das. Müssen wir noch mal eingeben. Einbauklimaanlage, genau. Dann würde ich sagen, den machen wir mal hier hin und montieren den jetzt mal. So. Und fertig. Dann haben wir das auch schon mal. Ich würde sagen, die Dinger verkaufen wir auch noch mal. Die brauchen wir nicht. Wir machen eine schönere Einbauküche, aber die Küchennische behalten wir auf jeden Fall. Oh, da haben wir was vergessen. Die Lichtschalter lassen wir so wie sie sind. Aber die Lampe weg. Was haben wir hier? Ah ja, stimmt, das war Keller, Badezimmer. Das machen wir auch mal weg. Die Tür gefällt mir, die lassen wir. Die Türen lassen wir auch, so wie die sind. Hier ist sonst nichts. Fenster können wir auch genauso lassen, wie die sind. Und dann gehen wir hier hin. Den Schrank verkaufen wir. Bett. Oh, eine neue Steckdose. Dann haben wir alles schon mal hier repariert. Den rein, den. Und voilà. Dann wollen wir den hier noch einmal kaufen. Machen den direkt. Ja, hier. So.
Nice, kann ich alle machen. Und die Lampe hier auch weg. Ich würde sagen, wir fangen zuerst hier mit dem Flur an. So. Wände. Zierleisten. Ne, die machen wir noch nicht. Wandfliesen, Tapeten. Ich würde sagen, Tapete. So, was gibt es denn hier für schöne Tapeten? Ich finde, wir lassen hier so ein schönes Grün. Nehmen den. So, 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das reicht. Dann haben wir es hier auch mal ein bisschen farbenfroher, die Häuser renoviert, statt immer so dieses Düstere, was ich immer mache. Und hier kann ich noch zwei. So. Dann haben wir es gleich auch. So, und die letzten nutzen wir für hier, hier, da und da. Hier muss sonst nichts. Die Decke können wir damit nicht. So, dann können wir den Rest auch wieder verkaufen davon. Ah, der Boden gefällt mir hier. Den will ich so lassen. Aber im Wohnzimmer, Paneele, würde ich vielleicht gerne irgendwie einen anderen Boden nehmen. Ich glaube, das waren die. Schauen wir uns mal an. Das ist sogar ein bisschen heller. Aber die nehmen wir. Nee, ich würde sagen, die Küchennische bis hierhin sogar. Fliesen. Wo waren jetzt Böden? Hier. Wir nehmen hierfür klassische weiße Fliesen. Ja. Sieht deutlich besser aus. Die Decke. Ja, lassen wir. Was nehmen wir dann für Tapeten fürs Wohnzimmer? Das ist jetzt die Frage. Irgendwie spricht mich das am meisten an, hier fürs Wohnzimmer. Ja, ich würde sagen, so ein Kaffeeton. Nehmen wir das. Da brauchen wir aber ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Ja, 6 Mal wird es auf jeden Fall reichen müssen. Ja, da waren, was waren das denn für ein Ruckler?
So. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Hoppla. Dann hätten wir das auch schon gleich. Wird aber für den Küchenbereich hier, ab hier, was anderes nehmen. Das ist zumindest meine Überlegung. Ich weiß zwar noch nicht was, können wir uns gleich ansehen, aber wird dann auch wahrscheinlich schwierig was zu finden sein, das zu dem hier passt. Was wir hier machen. Haben wir nur noch 5 Stück? Dann muss ich gleich noch einen Stapel kaufen. So. Noch einmal. Ja. Hier. Vielleicht machen wir die Wand noch bis dahin mit denen hier. Dann brauche ich gleich aber auf jeden Fall wieder einen Stapel. Super. Einmal noch. Ja. Ja, hat dafür jetzt exakt gereicht. Für den Bereich hier. Sieht gut aus. Dann für Wände, Wandfliesen. Was wird gut zu einer Küche passen? Gibt es die auch? Nee, gibt es die nicht. Schwarze viereckige Fliesen. Die hatten wir ja schon mal gehabt, glaube ich, bei uns in der Bude. Finde ich jetzt nicht die, die ich ungefähr im Kopf habe. Sind die vielleicht? Ah. Grau-beige, ne? Kann man die auch? Ja, aber ne, die gefallen mir nicht. Nee, die gibt es auch nicht so, wie ich die haben will. Ja, gucken wir mal den. Nee. Ah, dann würde ich sagen, bleiben wir bei... Nee, das ist auch nicht das, was ich will. Ja, welchen hatten wir vorhin? Den hier, glaube ich. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir 1, 2, 3. Das wird definitiv reichen müssen. Und dann bleibt das ja bis hier unten, genau.
Dann kann das ja hier oben genauso bleiben, wie es ist. Hier noch. Ja, aber der Stapel wurde zu viel, ne? Dann verkaufen wir die mal wieder. So, da haben wir die Küchennische. Sieht gut aus, finde ich. Ah, die Decke lassen wir so, wie die ist, in Weiß. Dann fangen wir an mit den Möbeln. Entschuldigung, mein Hals ist ein bisschen am Kratzen. Wohnzimmer. Das sieht nicht für mich nach Wohnzimmer aus, sondern für Garten oder sowas. Sind die neu? Gab es die vorher? Die haben was auf jeden Fall. Die sind definitiv neu, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Die müssen neu sein. Hat der Hausflipper jetzt irgendwie ein Update gehabt oder sowas? So, wir fangen mal mit Sofas an, würde ich sagen. Eine schöne Wohnlandschaft. Na, ich glaube, Hotel ist auf jeden Fall, würde hier gut passen. Sowas zum Beispiel. In Weiß. Und die Beine können schwarz sein. Ja. Das scheint hier gut zu passen, finde ich. Oh, das muss ein bisschen mehr hier hin, ja. So. Passt das hier genau? Ja, hier passt es direkt an die Wand. Und hier auch. Dann können wir hier einen Fernseher hinmachen. Hier eine Couchtisch. So. Gehen wir mal aber auf Sessel. Ich glaube, der würde gut dazu passen. Weiß. Und hier schwarz. Stil auf jeden Fall sehr ähnlich, aber ne, der passt hier vom Platz her gar nicht mehr rein. Dann bleibt halt die Couch, die Regale noch nicht, Tische. So was in Weiß. Ja, das würde hier geil aussehen, definitiv. So. So, Regale dann. So, den wollen wir in Weiß. Hier auch Weiß. Und hier Weiß. So, Griffe. Schwarzer Stahl. Details auch schwarzer Stahl. Der kommt dann hier hin, ja. Und darüber hängen wir einen Fernseher auf. Aber erstmal Fernseher finden. Aber wir können mit Küchen erstmal weitermachen. Elektronische Ausrüstung, Funktionsgeräte, Küchensets. Stehende Küchensets wollen wir. Wenn das richtig hier ist, Weiß wäre, genau, Arbeitsplatte. Dunkelgrau, schwarzer Granit.
Ja, würde mir gefallen. Wir haben hier weißes Holz und verschneit. Details. Die kommen schwarz, Griffe. Auch schwarz. Spülbecken. Machen wir einen hell. Oder weiß. Im Wasserhahn auch weiß. Dann hoffen wir mal, dass es hier reinpasst. Ja, komm. So, hier. Und da hoffen wir mal, passt. Sehen die Schränke so. Warte mal, was war denn das überhaupt, was wir genommen hatten? Schneemann Holzküchenset D. Dann suchen wir mal jetzt Schneemann. Und dafür irgendwie die Ecke. Snowman. Samurai, heller rechter Eckschrank. Ist nicht das, was wir suchen. Da haben wir's. Hier haben wir weißes Holz gehabt. Arbeitsplatte war verschneit, genau. Und Griffe schwarz. Passt nicht. Schade. Können wir da vielleicht irgendwie einen Mülleimer oder sowas hinpacken? Aber geben wir hier mal ein. Nehmen. So. Das kann ich jetzt nicht tun. Okay. Schade. Das ist eine Kücheninsel. Ja. Den brauchen wir. Weiß. Verschneit. Schwarz. Und hier. Ja. Das nehmen wir so. Und packen das hier so hin. Genau hier so an der Kante. Da kann man sich hier auch zwei Hocker oder sowas hinpacken. Kommt man hier so locker hin. Ah, Kühlschrank brauchen wir noch. So, was finden wir hier? Schneemann Kühlschrank 60 cm. Nehmen wir einen weiß und Griffe schwarz. Hoffentlich passt er da rein. Nee, ist zu groß. Gibt's den auch ein kleiner? Ich glaube nicht. Ja, hoffentlich passt der rein. Jo, der passt rein. Dann haben die das wenigstens. Immerhin. Hoppla, was war denn das jetzt? Habt eine Idee, was man hier machen könnte? Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Dass wir hier sowas noch bauen. Ja. Ah.
Dann gibt's hier kein Fenster mehr. So, dann gehen wir noch mal auf das, was wir kürzlich gekauft hatten. Das hier hatten wir ja gekauft. So. Machen das noch einmal. Nochmal Licht an. Und der hier noch. Im Grunde brauche ich jetzt die Dinger nicht mehr. Aber Farbe weiß vielleicht. Neulich gekauft. Da, den brauchen wir nochmal. Das hatten wir im Kaffee. So. Das hier. So. Ja. Und den weg. Dann würde ich sagen, aber den Bereich und dort da oben können wir weiß streichen. Dann Wände, Farben. Nö. Da haben wir ganz normales Weiß, ganz klein. So, das wird reichen. Und so. Ja. Also einmal auffüllen hat gereicht. Hierfür. Nice. Jetzt speicherte. So, dann brauchen wir hierfür noch Hocker. Esszimmer. Was nehmen wir denn da? Barstühle, genau. Ja, komm, die nehmen wir ein weißes Holz. Weißes Holz. Kissen nehmen wir auch weiß. Passt. So, eins. Und zwei. Ja, ich finde, Küche passt so. Passt. Wohnzimmer fehlt noch ein Fernseher. So, elektronische Ausrüstung. Hängendes TV-Rame. Mal gucken, wie groß das ist. Ne, ist ein bisschen zu groß. Dann S. So, das passt. Retro-TV. Den gab es vorher auch nicht, ne? Boah, der alte Kasten da. Da ist einiges neu hinzugekommen. Durchlauferhitze, Standheizung, Fernbedienung packen wir mal dahin. Ja. So, was gibt's denn noch? Also ein Ventilator. Schön in weiß.
Kann man hier hinpacken? Ja. Lead Projektor Bildschirm. Den kenne ich noch vom letzten Mal. Der ist nicht so neu. Gibt es hier keinen richtigen. Er ist jetzt nicht das, was ich erhofft hatte. Aber vielleicht das. Ja, dann zweimal. Sieht doch viel nicer aus.